Hier seht ihr mein aktuelles Ergebnis. Ich habe also innerhalb der Fädengruppe die einzelnen Körperteile mithilfe des Abwedler- bzw. Nachbelichterwerkzeuges abgedunkelt bzw. aufgehellt. Außerdem habe ich oberhalb unserer Fädengruppe eine Gradationskurve Einstellungsebene erstellt als Schnittmaske, sodass sich diese Einänderungen auch nur auf die Fädengruppe auswirkt. Ihr seht, dass ich hier zum Beispiel die Lichter ein wenig aufgehellt habe. So sah das Bild vorher aus, so sieht es jetzt aus. Das heißt, unser Pferd leuchtet ein wenig mehr. Ich werde jetzt unsere Fädengruppe einmal schließen und jetzt möchte ich unterhalb unserer Basketballergruppe eine neue Gruppe erstellen. Dazu klicke ich auf das Ordnersymbol hier unten und mit einem Doppelklick benenne ich diese Gruppe in Boden um und innerhalb dieser Gruppe möchte ich jetzt ein Bild platzieren. Dieses ziehe ich mir einfach aus Windows in Photoshop hinein, habe entsprechend direkt die Möglichkeit, das Bild zu verkleinern oder zu vergrößern. Erst einmal möchte ich dieses Spiegeln über Bearbeiten, Transformieren, horizontal spiegeln und das kann ich aus dem Bild hinauszoomen, fassen wir oben den Anfasser an, ist auch in diesem Fall gar nicht so wichtig, das Ganze proportional zu machen, ich möchte das Ganze einfach schön hier unten so platzieren, dass es passt. Ich würde mal sagen, ich ziehe das noch weiter in die Breite, so kann das jetzt außerhalb dieses Rahmens drehen, da sieht man dieses Doppelpfeilsymbol, ich klicke und ziehe und kann entsprechend das Ganze noch etwas drehen. Ich würde mal sagen, so ungefähr sieht das ganz gut aus. Ich bestätige mit Enter. Und natürlich ist das jetzt viel zu farbig und auch viel zu hell. Ich könnte jetzt auf dieser Ebene mit den Ebenen-Mischmodi arbeiten, doch ich möchte jetzt in diesem Fall gerne die Ebenenstile verwenden. Zuerst ziehe ich natürlich diese Ebene in unsere Gruppe hinein, doppelklicke jetzt auf eine freie Fläche neben dem Ebenennamen und komme somit in die sogenannten Ebenenstile. Hier unten gibt es zwei Schieberegler, mit denen kann ich definieren, welche Bereiche unserer Ebene nun transparent bzw. teiltransparent erscheinen sollen und welche nicht. Ich sehe hier einen Verlauf von schwarz nach weiß, das sind die Helligkeitsinformationen dieser Ebene, das heißt die Ebene, die ich gerade ausgewählt habe. Und hier möchte ich zum Beispiel gerne erreichen, dass die dunklen Bereiche unseres Bildes transparent erscheinen. Das heißt, wenn ich diesen dunklen Schieberegler einfach mal nach rechts bewege, sieht man bei der Vorschau, dass die dunklen Bereiche transparent werden, in diesem Fall zum Beispiel auch diese mittelgrauen Bereiche. Und wenn ich ganz stark übertreibe, so habe ich im Grunde genommen die gesamte Ebene transparent gestaltet. Das Ganze sieht noch recht grob aus, wenn ich zum Beispiel in diesem Bereich den Regler schiebe, so sind alle Bereiche links davon transparent und wir sehen hier auch sehr scharfe Konturen. Ich möchte in diesem Fall allerdings zum Beispiel das Ganze aufsplitten, einen weichen Übergang schaffen. Dazu halte ich die Alt-Taste gedrückt, klicke auf diesen kleinen Anfasser und bewege die Maus nach rechts und somit habe ich diesen Anfasser aufgesplittet. Den rechten Bereich ziehe ich komplett nach rechts und den linken dorthin, wie ich ihn gerne sehen möchte, ich würde mal sagen so ungefähr in diesem Bereich und bestätige mit OK. Jetzt möchte ich gerne, dass von dem Boden nur hier unten der linke Bereich zu sehen ist. Dementsprechend werde ich jetzt mit einer Maske arbeiten, werde zuvor die Deckkraft der Ebene auf 90% reduzieren und möchte jetzt direkt eine schwarze Maske erstellen. Dazu halte ich die Alt-Taste gedrückt, klicke auf das Maskensymbol und auf diese Art und Weise habe ich direkt eine schwarze Maske erstellt und von dieser Ebene sieht man erst einmal gar nichts. Ich wähle nun das Pinselwerkzeug aus mit einem sehr weichen Pinsel, so ungefähr, und kann entsprechend jetzt hier mit voller Deckkraft einmal diesen Bereich ins Bild malen. Ich würde mal sagen, ungefähr so. Ich sollte natürlich weiß als Vordergrundfarbe aktiv haben. So ungefähr. Kann das nochmal größer machen. Mal über diesen Bereich. Kann hier wieder die Deckkraft etwas reduzieren. Ich würde mal sagen, so sieht das ganz gut aus. Wechsle zu schwarz mit der Taste X und möchte diesen Bereich hier unten doch nochmal entfernen mit geringerer Deckkraft. So. So dass tatsächlich auch nur unten links ein bisschen von diesem Boden angedeutet wird. Ebenfalls, ja, und auf diese Art und Weise haben wir hier schön den Boden ins Bild gemalt. Ich würde jetzt allerdings doch nochmal in die Ebenenstile hineingehen und diesen schwarzen Regler ein wenig nach links bewegen. Da gefällt mir der Übergang doch noch etwas besser. Reduziere das Ganze nochmal auf 20 und schau mal, mit den Pfeiltasten nach oben oder unten kann ich hier die Prozente erhöhen. Und mir gefällt das so eigentlich ganz gut. Gut, jetzt wollen wir natürlich auch einen Schatten des Spielers sehen und das mache ich folgendermaßen. Ich gehe in die Gruppe des Basketballers hinein, wähle den Basketball aus, drücke STRG C, schließe diese Gruppe wieder, begebe mich in die Bodengruppe und drücke STRG V. Auf diese Art und Weise habe ich jetzt diesen Spieler kopiert
Und jetzt möchte ich aus diesem Spieler entsprechend einen Schatten gestalten. Dazu ist es erst einmal notwendig, aus diesem Smart-Objekt wieder eine gerasterte Ebene zu erstellen. Dazu klicke ich mit der rechten Maustaste auf diese Ebene, muss diese natürlich vorher entsperren und wähle hier aus Ebene Rastern. Wir haben jetzt kein Smart-Objekt mehr und jetzt kann ich zum Beispiel mit einem Rechtsklick auf diese Maske zum Beispiel diese Maske auch direkt anwenden, über Ebenenmaske anwenden und jetzt befindet sich auf dieser Ebene nur noch unser Spieler. Hier werde ich allerdings jetzt wieder ein Smart-Objekt generieren mit einem Rechtsklick auf diese Ebene, sage ich in Smart-Objekt konvertieren, wähle das Verschieben-Werkzeug aus, werde entsprechend jetzt hier diese Ebene nach unten links bewegen, habe jetzt Steuerung und T gedrückt, damit wir hier diese Ebene transformieren können. Ich wähle Bearbeiten aus, Transformieren und hier Verzerren. Nun kann ich mit Hilfe dieser Anfasser und auch dem Anfasser in der Mitte das Ganze so verzerren, wie ich es gerne möchte. So ungefähr kann das immer so verschieben, wie ich es gerne sehen möchte. Das Ganze natürlich relativ flach, würde ich sagen. Ungefähr so. Das Ganze hier oben ungefähr in diese Richtung. Da könnt ihr euch natürlich etwas mehr Zeit lassen und schauen, was gut aussieht. Hier unten diesen Bereich, den möchte ich gerne einem Fuß anschließen lassen. Falls das bei euch, wie bei mir jetzt manchmal so springt und so andockt an manchen Stellen, könnt ihr über Ansicht, Ausrichten, deaktivieren. Auf diese Weise passiert das nicht mehr. Und dann habt ihr Ruhe und könnt es genauso platzieren, wie ihr möchtet. Ich lasse das mal so und bestätige mit OK. Und jetzt möchte ich natürlich, dass dieser Schatten nicht farbig ist, sondern in diesem Fall schwarz. Wie mache ich das? Genau, mit einer Farbfläche-Ebene, Farbfläche als Schnittmaske. Das heißt, ich wähle hier schwarz aus, sage OK, benenne jetzt diese zum Beispiel mit Schattenfarbe, halte die Alt-Taste gedrückt und klicke zwischen dem Basketballer und dieser Einstellungsebene und habe hier entsprechend eine Schnittmaske erstellt und dieser komplette Schatten ist entsprechend eingefärbt worden. Ich benenne natürlich sicherheitshalber diese Ebene auch mit Schatten um, damit wir uns hier nicht vertun. Außerdem möchte ich gerne, dass dieser Schatten links etwas weicher ist als direkt im Bereich der Füße. Das mache ich jetzt mit aktiver Ebene mit Hilfe eines Gaußschen Weichzeichners. Dadurch, dass wir ein Smart-Objekt haben, können wir diesen Gaußschen Weichzeichner anwenden und jederzeit wieder bearbeiten. Ich wähle also Filter aus, wähle hier entsprechend die Weichzeichnungsfilter und den Gaußschen Weichzeichner. Wir sehen direkt bei einer Vorschau hier unten, was passiert. Ich kann das Ganze etwas weicher gestalten. Ich würde mal sagen, ungefähr so und bestätige mit OK. Und jetzt haben wir allerdings den kompletten Schatten weich gezeichnet, also auch im Bereich des Fußes. Schön ist allerdings, dass hier ein Smart-Filter generiert wurde, der direkt eine Maske mit sich bringt. Diese werde ich anklicken, wähle das Pinselwerkzeug aus, einen weichen Pinsel, werde das etwas verkleinern und kann jetzt mit schwarzer Vordergrundfarbe die Änderungen durch den Gaußschen Weichzeichner auf dieser Maske im Bereich des Fußes etwas zurücknehmen. Ihr seht also, in diesem Bereich ist der Schatten wieder etwas schärfer und hier wird er entsprechend etwas weicher. Was mir allerdings hier noch nicht gut gefällt, ist, dass hier in diesem Bereich etwas Schatten fehlt. Und den können wir natürlich ganz einfach ins Bild malen. Das heißt, ich werde eine neue leere Ebene erstellen, ziehe diese nach unten, benenne diese zum Beispiel mit Schattenkorrektur. Und hier kann ich natürlich mit einem weichen Pinsel und schwarzer Vordergrundfarbe einen Schatten ins Bild malen. Werde hier die Deckkraft etwas erhöhen. Und der Spieler sollte einfach dazu dienen, ungefähr zu definieren, wie der Schatten aussehen soll. Wir können diesen natürlich so weit ins Bild malen, wie wir gerne möchten. Ich zoome mal ins Bild hinein. Ich würde mal sagen, so in diesem Bereich können wir den Schatten noch ins Bild malen. Kann natürlich auch einen etwas härteren Pinsel verwenden. Male auch ein wenig hier unterhalb der Schuhe, da auch etwas Schatten zu sehen ist. Ich würde sagen, in diesem Bereich könnte ich auch noch ein bisschen Schatten ins Bild malen. Wir können jetzt den Schatten in seiner Deckkraft noch ein wenig anpassen. Ich befinde mich auf der Schattenkorrekturebene, reduziere die Deckkraft auf 70%. Dasselbe mache ich auch mit der Schattenebene, 70%. So gefällt mir das schon weitaus besser. Ja, und auf diese Art und Weise haben wir jetzt sehr einfach einen Boden und einen entsprechenden Schatten ins Bild gezaubert. Jetzt möchte ich noch ein paar Partikel ins Bild malen und zwar mit Hilfe unseres Partikelpinsels. Dazu werde ich an oberster Stelle eine neue Gruppe erstellen. Diese benenne ich in diesem Fall zum Beispiel mit Partikel und darin werde ich eine neue leere Ebene erstellen, ebenfalls benannt mit Partikel und darauf werde ich mit weißen Pünktchen die Partikel ins Bild zaubern. Ich wähle dazu das Pinselwerkzeug aus, scrolle hier runter, nehme unseren Partikelpinsel, habe entsprechend natürlich weiß als Vordergrundfarbe aktiv und jetzt schauen wir mal bei voller Deckkraft, wie wir hier die Partikel ins Bild malen. Je nachdem, schauen wir mal, wie groß die Partikel sein sollten. Ich würde das Ganze noch etwas reduzieren.
vielleicht auf 13 Pixel, zoome ein wenig ins Bild hinein. So zum Beispiel, so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Und jetzt können wir ganz einfach auf dieser Ebene die Partikel dort ins Bild malen, wo wir diese gerne sehen wollen. Zum Beispiel jetzt hier im Bereich der Haare. Ich setze also entsprechend mit etwas festerem Druck an und lasse hier entsprechend mit dem Druck nach, sodass diese einzelnen Punkte wirklich sehr klein erscheinen. Und auf diese Weise kann ich jetzt hier entsprechend der Fäden ein paar Partikel ins Bild malen. Vielleicht zum Beispiel auch hier im Bereich dieses Schwungs direkt vor dem Spieler. Das Ganze hier unten ebenfalls. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel relativ sanft aufdrücken, dann hier etwas fester und hier wieder etwas sanfter. Das heißt so. Und lasse wieder los. Es kann manchmal nötig sein, dass ihr das zum Beispiel rückgängig macht und nochmal neu ansetzt, bis euch das Ergebnis gut gefällt. Auch im Bereich der Beine kann ich hier so ein paar dieser Partikel platzieren. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Da könnt ihr euch natürlich etwas mehr Zeit lassen und ähnlich arbeiten wie mit den Fäden an sich. So, man sollte nicht übertreiben. Das heißt, diese Partikel sollten nicht überall zu sehen sein. Ich würde mal sagen, hier sieht das auch nochmal ganz gut aus. Und im Bereich der Haare sowieso. Und im Bereich der Mähne sowieso. Ja, und auf diese Art und Weise könnt ihr diese einzelnen Partikel ins Bild malen, so wie ihr es gerne möchtet. Damit das Ganze nicht allzu hart aussieht, würde ich jetzt zum Beispiel aus dieser Ebene ein Smart-Objekt erstellen. Das heißt, ich klicke mit der rechten Maustaste drauf, in Smart-Objekt konvertieren und wähle jetzt Filter aus, Weichzeichnungsfilter und hier den Gaußschen Weichzeichner. Aktuell ist ein Radius von 20 Pixeln ausgewählt. Das ist dann so weich gezeichnet, dass diese einzelnen Partikel gar nicht mehr zu sehen sind. Ich würde mal sagen, bei aktiver Vorschau gefällt mir hier ein Wert von etwa 1 Pixel ganz gut und ich bestätige mit OK. Ich lasse das jetzt einmal so und jetzt möchte ich gerne den generellen Farblook des Bildes noch ein wenig anpassen. Momentan erscheint das Pferd natürlich relativ grau, der Boden ebenfalls und mir würde jetzt ein leicht bläulicher Look ganz gut gefallen. Deswegen werde ich jetzt erst einmal eine Verlaufsumsetzung anwenden als Einstellungsebene ganz oben in unserer Ebenenpalette. Ich wähle also hier unten Verlaufsumsetzung aus. Dementsprechend sieht das Bild jetzt erst einmal komisch aus. Wir haben hier einen Schwarz-Weiß-Verlauf. Ich klicke auf diese Fläche und jetzt möchte ich zum Beispiel, dass die dunklen Bereiche im Bild in einem Blau-Grau erscheinen. Das wären also zum Beispiel hier unten diese Bereiche. Das heißt, hier sind die dunkelsten Bereiche im Bild, hier die hellsten und hier ist das alles ein wenig umgekehrt. Wir sehen also hier, wo es normalerweise hell sein sollte, ist das jetzt schwarz. Dementsprechend klicke ich auf diesen weißen Anfasser und wähle hier zum Beispiel ein dunkles Blau aus, ein Blau-Grau, ich würde mal sagen, so in diesem Bereich, bestätige mit OK, kann noch weitere Anfasser hinzufügen, ungefähr in diesem Bereich, klicke ich einmal, doppelklicke und werde hier zum Beispiel ein etwas helleres Blau-Grau auswählen, ich würde mal sagen, ungefähr so ein Blau-Grau, vielleicht sogar hier Richtung Zyan, wenig. So gefällt mir das ganz gut. Ich bestätige mit OK. Und auf der rechten Seite wählen wir natürlich entsprechend ein Weiß aus. Ich bestätige mit OK, benenne diese Verlaufsumsetzung mit Farblook und werde diese mit einer Deckkraft von 35% anwenden. So sah das Bild vorher aus, so sieht es jetzt aus und das gefällt mir schon weitaus besser. Wirkt etwas kühler, dadurch werden aber leider auch die Farben des Spielers ein wenig beeinflusst, beziehungsweise vor allem der Ball, die Rottöne. Diese erscheinen jetzt nicht mehr so kräftig und dem werden wir entgegenwirken mit Hilfe einer selektiven Farbkorrekturebene. Ich klicke also wieder auf dieses Symbol, wähle selektive Farbkorrektur aus und jetzt möchte ich gerne erreichen, dass die Rottöne im Bild wieder etwas roter erscheinen. Das heißt, im Bereich Rottöne nehme ich hier das Zyan aus dem Bild wieder heraus. Das heißt, ich bewege diesen Regler ein wenig nach links, ungefähr bis zur Hälfte. Hier auf der linken Seite, so sah das Bild vorher aus, so sieht es jetzt aus und wir sehen, dass der Ball jetzt wieder etwas roter erscheint. Ebenfalls hier oben diese roten Bereiche, vorher, nachher, vorher, nachher. Und ich benenne diese Ebene zum Beispiel um mit Rottöne verstärken.